Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Polen soll heute ein Vertreter der Untergrundführung der verbotenen Gewerkschaft Solidarität die Bevölkerung des Landes zur Vorbereitung eines Generalstreiks aufgefordert haben. Die französische Nachrichtenagentur Agence France-Presse berichtete am Abend, in Warschau sei ein aus Breslau stammendes Flugblatt verbreitet worden. Darin habe Władysław Frasyniuk, nachdem im ganzen Lande gefahndet wird, es als dringlichste Aufgabe der Untergrundsolidarität bezeichnet, die aktiven Gewerkschaftsstrukturen wiederherzustellen und einen Generalstreik vorzubereiten. Außerdem heißt es weiter, der 31. August sei für die Untergrundsolidarität ein großer moralischer Sieg gewesen. Die Protestaktionen in zahlreichen Städten hätten der Welt gezeigt, dass der Glaube an die Werte der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit stärker sei als die Angst vor einer blinden und gnadenlosen Macht. Und jetzt weitere Meldungen des Tages in Schlagzeilen. Zum Abschluss des katholischen Kirchentages in Düsseldorf hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Höffner gefordert, dass kein Mensch zum Gegenstand staatlicher, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Prozesse erniedrigt werde. Die mit den Haushaltsberatungen betrauten Arbeitsgruppen von SPD und FDP im Bundestag haben bei der Erörterung des Nachtragshaushalts für 1972 und der Eckwerte für 1982 natürlich und der Eckwerte für 1983 weitgehend Übereinstimmung erzielt. Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff beabsichtigt, am Dienstag mitzuteilen, wie seine Vorstellungen zur Bewältigung der Haushaltsprobleme aussehen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Döding, hat zu Beginn des Kongresses seiner Gewerkschaft in Nürnberg die Bundesregierung aufgefordert, bei der Aufstellung des Bundeshaushaltes 1983 die sogenannten kleinen Leute gerecht zu behandeln. Zum Auftakt der Leipziger Herbstmesse hat der Vorsitzende des DDR-Staatsrats und SED-Parteichef Honecker den Ausbau der innerdeutschen Beziehungen befürwortet. Ebenso wie zwei französische und ein britisches Unternehmen hat jetzt auch eine italienische Firma das amerikanische Embargo gegen das europäisch-sowjetische Erdgasröhrengeschäft missachtet und zwei Turbinen ausgeliefert. In der Türkei durften 45 Millionen Männer und Frauen 14 Stunden ihre Häuser nicht verlassen, weil die Militärregierung in Ankara für die Abstimmung über die neue Verfassung die Wahlberechtigten zählen ließ. Die Meldung des Irak, vor der Ölinsel Kark zwei Tanker und zwei Frachter bombardiert und versenkt zu haben, ist von Iran als Propaganda zurückgewiesen worden. Der israelische Ministerpräsident Begin hat in einem Brief an den amerikanischen Präsidenten Reagan die Forderung nach einer Räumung des seit 1967 besetzten Westjordanlandes zurückgewiesen. In einer Trauerfeier zum Gedenken an den Überfall auf die israelische Olympiamannschaft vor 10 Jahren wurde der 11 Israelis und des Münchner Polizisten gedacht, die bei dem Versuch, die Geiseln zu befreien, ums Leben kamen. 5 Urlauber kamen ums Leben, als bei einem Schaufliegen in Bad Dürkheim ein Sportflugzeug auf einen Campingplatz stürzte. Der Pilot überlebte schwer verletzt. Die Wettervorhersage für Montag, den 6. September. Im Osten und Südosten anfangs noch heiter bis wolkig und trocken. Sonst meist starke, später wechselnde Bewölkung und zeitweise schauerartige, zum Teil gewittrige Regenfälle. Tiefstemperaturen 10 bis 15 Grad, Höchstwerte 16 bis 21, im Osten und Südosten nochmals um 25 Grad. Im Norden frischer Wind um Nordost, sonst schwacher bis mäßiger von Süd auf nordwestliche Richtungen drehender Wind. Das waren unsere letzten Meldungen und damit ist das Programm des Deutschen Fernsehens beendet. 23.49 Uhr ist es, 23.49 Uhr. Hinweise auf die Sendungen von Montag, dem 6. September, geben wir Ihnen auf den folgenden Schrifttafeln. Und damit gute Nacht und auf Wiedersehen.